Okay, wir können mit den Torständer hinfliegen. Oh, geil. Das ist cool. Ich bin vom Torstern aus hier nach Crate geflogen, wo wir jetzt hin müssen. Und ich kann mit dem Torstern anscheinend dahin fliegen. Stell euch mal vor, ich hätte jetzt das Ding, dieses Schiff aus dem Weg gerammt. So, Vorsicht. Alles klar, gut. Yo, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel Röpe. Ich begrüße euch zurück zu Lego Star Wars. Die Skywalker Saga in Episode 8. Boah, mein Gott, ich habe gut nur kurz einen Schluck getrunken. Jetzt muss ich auch voll aufstoßen die ganze Zeit. So, okay, wenn ich Viereck drücke und keine Torpedos habe, dann macht er das hier. Gut, wir sind in Episode 8 immer noch, ne? Und wir machen weiter eine Story. Wir sind gerade über Crate. Ich nehme an, da müssen wir gleich auch hin, ne? Aber das erste machen wir erstmal eine Story weiter. In der letzten Folge haben wir Luke getroffen, den obdachlosen Jedi Meister, der sich ein bisschen gehen ließ, ne, im Laufe der Zeit, ne. Und ja, wir gehen jetzt hier rein und gucken mal, was hier so abgeht, ne. Ich weiß gar nicht, was danach noch kommt. Ich nehme an, da unten kommt dann noch ein Level auf Crate, aber was kommt denn dann als fünfte Level noch? Weiß ich nicht. Mal schauen, werden wir mal sehen, ne. Level starten. Snoke ist kein Joke. Die Leute immer überhaupt davon ausgehen, dass Leute Englisch können, ne? Okay, cool. Wow. Oh Gott, war ein brutaler Kill. Du musst das nicht tun. Auch schon wieder so was. Spüre den Konflikt in dir. Er zerreißt dich förmlich. Mein Gewissen ist rein. Nein, kein Rebell. Es schmerzt noch. Ist ja nicht das, Es schmerzt noch. So, warte mal hier. Boom. Hier, Mann, wir kämpfen gleich hier. Ich meine, man sieht es ja schon, ne? Adroid dreimal als Kylo fest. Wir sehen die Prätorin gerade innerhalb von 5 Minuten. Schubs ein, ich weiß, was die fünf, okay, ja, ich weiß, was die fünfte Level sein könnte. Ein Prätorian gerade in einen Schacht hinein. Du bleib mir jetzt, ich halte Ray dreimal als Kylo fest. Okay. Hey, meine Brüder, wie geht's, wie steht's? Oh, ich habe 2 Lichtschwerter, sehe ich gerade. Ja, das bin ich. Ich mach das mal hier auf. Boom. So, wir sehen uns, dass jetzt hier so eine Konsole haben wir, wenn man ja schon beim ersten Mal hier die Tür so öffnen kann. Unangemeldete Hygienekontrolle. Du erledigst also die ganzen wichtigen Aufgaben hier. Ich nehme, ich soll irgendwas machen. Das ist genau wie Anakin, also die Sicherheitsvorkehrungen hier sind irgendwie voll mies. Ich weiß nicht, woher das alles wieder kommt, aber wir wollen schon seinen Grund haben, ne? So, Sicherheitsvorkehrungen sind astrein hier. Endlich. Ey, du darfst nicht. Wirf ich so, als wärst du mein Gefangener. Warum kann ich nicht rennen? Okay. Gut, ja, ich weiß jetzt, was die 4. und 5. Level sein könnten, ne? 4. ist der. Aber wie kann man da aus einer ganzen Level machen? Weiß ich nicht. Den obersten Anführer. Ich habe mich angemessen gekleidet. Aber durch die Macht zu kommunizieren erfordert, kein Hemd zu tragen? Also, es hatte mich halt kalt erwischt. Genug jetzt. Der oberste Anführer erwartet uns. Ich wette, er hat ein Hemd an. Naja, Count Dooku hatte auch kein Hemd haben, als wir den zum ersten Mal bekämpft haben. So. Ist das eine Abkürzung?
Ich kann auch allein zu Snoke gehen, wenn du noch was zu erledigen hast. Ah, Dreck. Die Macht ist nicht stark genug für das Teil. Verdammt. Okay. Dann gucken wir mal. Die ganzen Events sind ja irgendwie voll schnell miteinander verknüpft, habe ich so ein Gefühl, ne? Kann man die einen Durchgang hier so machen? Ich weiß es nicht. Aber wir schalten ja gleich Crate wahrscheinlich frei als Planet, da können wir ja wieder erkunden, ne? Von daher wahrscheinlich nicht, ne? Jetzt würden wir den Widerstand schon ewig verfolgen. Können wir sie nicht einfach in die Luft springen oder so? Ich verstehe es nicht. Das ist ein gutes Argument, ne? Folgt doch einfach auf dem Planeten oder so. Ich habe sowieso immer nur so eine kleine Basis. Oder? Noch ein Umweg. Musst du echt alles kommentieren, was wir machen? Ich wollte gerade sagen, ne? Ist jetzt mal gut, okay. So. Warum ist denn das Ding jetzt? Oh Gott. So, ja, mal dahin, ne? Das hat keinen Einfluss hier drauf, cool. Was denn dann? Ah, ist noch ein Ding, wo ich halt reinpacken, ja. Lass mal dadurch und wenn jetzt zwei macht nur Zeit, ne? Wäre viel einfacher. Geh da runter. So. Und jetzt können wir zu Snoke, oder? Wir werden den obersten Anführer zu gegebener Zeit sehen. Wir werden den obersten Anführer zu gegebener Zeit sehen. Shep. Die waren voll geschippt, ne? Hm. Man kann sagen, ich kann einen von denen hypnotisieren, aber dann kriege ich ja trotzdem nicht die Kiste auf meinem Kopfgeldjäger, ne? Wir besitzen nicht alle die Macht, Kumpel. Hast du keinen Respekt für echtes Handwerk? Ja, ja, ja. Warum funktioniert das nicht einfach? Großartige Schlachtschiff. Na, da ich davon. Entschuldige, was? Ach, Mann. Leute. Also, seid ihr nicht schon alles gewohnt bei mir? An den Händen fassten, sah ich deine Zukunft. Nur den Umriss. Du wirst dich Snoke nicht beugen. Du wirst entsagen. Du hast auch die Macht. Ich werde dir dabei helfen. Ich habe auch etwas gesehen. Und bei dem, was ich sah, wusste ich, wenn der Moment gekommen ist, wirst du bekehrt werden. Du wirst an meiner Seite stehen. Er hat mich gerade festgehalten. Okay. So macht man das, alles klar. Weil ich mich halt benehmen muss. Nein, ich wollte dich eigentlich hypnotisieren. Warte, ich konnte gerade drücken. Beeinflussen. Mach mal was für mich. Aus, als ob Kylo das Mädchen endlich erwischt hat. Ich hoffe nur, dass sie nicht wieder entkommt. Kylo würde ausflippen. Ja, der Junge haut mit seinem Lichtschwert alles kurz und klein, wenn er sich nur den Zeh anstößt. Komm schon, kann ich irgendwas machen? Ja. Guck mal hier. Wer braucht denn schon? Ah, guck mal da. So geht's natürlich auch. Aber da oben kann ich, glaube ich, nichts machen, ne? Ne. Verdammt. Also war das hier? Reitezeitverschwendung. Aber gut zu wissen. Oder schlecht zu wissen. Ich da draußen nehmen? Ja, ne?
Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sie sind tot. Sie werden alle sterben. Da gibt es nur eins zu tun. Inkompetentes Wartungspersonal. Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen das reparieren lassen. Schließ dich mir an und wir reparieren es. Ich weiß, was du da versuchst. Doch mir an und wir reparieren es. Können wir es nicht zusammen reparieren? Klar, aber du wirst dich mir anschließen. Ich hab's gesehen. So, oh, da ist ein kleiner Druide. Kann ich den benutzen zum... Folgst du mir? Kannst du das Ding für mich aktivieren? Dann bist du nutzlos für mich. Weiter weggeflogen ist. Snoke nicht warten. Ernsthaft. Junge. Da ist der Pascha. Schüler, Sohn der Dunkelheit, rechtmäßiger Erbe des Lord Vader, erfülle dein Schicksal. Ich weiß, was ich zu tun habe. Ja, und das war unser Bösewicht, Leute. Soll ich solche in 5 Minuten erledigen und einen solchen im Schacht werfen? Praetoriengarde. Ich habe mir mal einige Analysen, oh mein Gott, von diesem Kampf angesehen und ja, einige Leute haben irgendwie, weiß nicht, so irgendwie mal so irgendwie herausgepickt, wie schlecht der Kampf eigentlich ist. So wie Choreografie jedenfalls. Also, wie soll ich denn da jetzt einen schubsen? Boah. Ich nehme mal einen, soll ich da reinschubsen, ne? Ja, geht nicht. Boah. Ich weiß nicht, glaube ich, die da reinschmeißen kann. Irgendwie werden die durch Angriffe nicht irgendwie weggestoßen oder so. Oh, da ist irgendwas, sehe ich gerade. Wenn ich das Ding mal treffen könnte, ne? Ja. Habe ich schon wieder einen erledigt? Alter, das sind gar nicht 7 Balken anscheinend. Okay, jetzt sind immer nur so ein paar Balken. So ein paar Dinger hier. Ich dachte, ich muss jetzt 7-mal so einen ganzen Balken abziehen. Krieg da rein. Mein Gott, wir... Zeig ich ihn ja doch. Jo. Alles gut. Ach, da ist das Ding. Komm mal her. Ich hab dich gesehen. Mach dir um mich keine Sorgen.
Oh ja. Ja, sie kann schon ihr Lichtschwert werfen. Ja, manchmal muss ich in diese Dinger da reinwerfen, ne? Aber ich weiß nicht wie. Sie haben ja auch wirklich alle unterschiedlich Waffen in dem Spiel. Ich weiß, im Film hatten die alle komplett unterschiedlich Waffen, aber auch in dem Spiel kann ich alle Versionen von denen freischalten. Das ist der mit der Peitsche, ne? Der ihr Lichtschwert hier festgehalten hat. Aber da ich mir noch eingefallen. Okay, haben wir das erledigt. So, ich glaube nicht, ob ich da in 5 Minuten schaffe. Obwohl, ich weiß nicht, wie ich in der Zeit liege gerade. Aber wenn ich irgendwie so meine Startswert alle erhöhe, so Lichtschwertangriff und so weit verstärke, dann schaue ich da bestimmt. Das Problem ist, die meiste Zeit, wenn ich die angreife, nehmen die gar keinen Schaden. Die nehmen immer nur zu bestimmten Punkten irgendwie, in bestimmten Abständen irgendwie Schaden. Das hat ja zum Beispiel wieder gar keinen Schaden genommen. Okay, der nimmt ganz schön schnell Schaden. Komm her, Stadt. Da sind wir eine Zeit lang gar keinen Schaden. Nee, ich habe doch geblockt. Du Sack. Ja. Natürlich musst du diesen Eid-Buff machen, wo du irgendwie dann stabst du hinter dir so drehst, ne? Jeden Film. Sobald ein Charakter irgendwie so einen Stab oder so hat, ne? Wir müssen immer diesen einen Move machen, wo die irgendwie den Stab so hinter ihrem Rücken irgendwie so drehen. Immer. Das ist irgendwie sowieso eine Regel. Ich hoffe, mein Lichtschwert hier. Ich hoffe, er macht sogar mehr Schaden. Ich weiß nicht, ob noch 5 Minuten waren. Ich glaube nicht. Boah. Boah. Die Flotte. Wir können die Flotte immer noch retten. Ray. Verbünde dich mit mir. Wir können gemeinsam herrschen und der Galaxis eine neue Ordnung bringen. Tu das nicht, Ben. Komm mit mir. Nein. Wow, wow, wow. Ja, das hat er jetzt kaputt gemacht. Alles klar. Snoke ist kein Joke. So, waren da 5 Minuten? Ich glaube nicht, ne? Ne. Der oberste Verlierer. Absolute Zerstörung. Na gut. Na, gucken wir mal. Charaktere. Ray. Graue Jedi-Kleidung. Ah, ist ja ein grauer Jedi. So, jetzt muss ich die wahrscheinlich alle freischalten, ne? Dritter Gardist. Einige von denen habe ich, glaube ich, schon freigeschaltet, ne? Können Sie uns wirklich nicht sehen? Es ist alles gut. Und wenn nicht, ist es eben schon zu spät. Okay. Wo sind denn die jetzt alle? Bösewicht? Bösewicht, ne? Praetorian Garde oder wie auch immer die heißen, ne? Oh Gott, ich komme immer näher an den Todesstern. Gott, dann gehen wir da lang. Wo sind die jetzt schon wieder? Bösewicht, ne? Ja. Ne. OP.
QRR. Dann weiß ich auch nicht, wo ihr seid. Schurke. Andere wahrscheinlich, ne? Da kann ich gerade nichts freischalten. Hier. Ja, einen von denen habe ich schon freigeschaltet gehabt. Aber ich nehme nicht an, jeder von denen hat eine persönliche Waffe. So, mein Gott, wo fliegst du denn schon wieder hin? So, dann gucken wir mal noch. War er unter Jedi? Ne, ich glaube, er war auch unter anderen, ne? Luke Skywalker. Warum auch immer. Was wie Jesus Christus, ey. In Klamotten. Na gut. Aus dem Weg. Gott, ich nehme an, dann machen wir direkt weiter mit der Story, ne? Supremacy, ne? Ja, die waren auch im Hangar. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Da. Supremacy. Oh, das ist gar keine Level, das ist einfach nur so. Einfach Borden. Ja, das Ding ist kacke, das kann ich schießen. Warum auch immer. Wir sind drin. Falls du es nicht bemerkt hast, wir sehen nicht aus, als wären wir von der ersten Ordnung. Wie sollen wir den Raum mit den Ortungsschaltern erreichen? Wir müssen uns in den Wäscheraum schleichen und uns irgendwie verkleiden. Er geht vom Hauptgang ab. Ausdruide. War aber nicht. Okay. Es war keiner von den Mausdruiden, die ich suchen war. Wir müssen ihn ausschalten. Macht das nicht einen riesen Lärm? BB-8, meinst du könntest für Ablenkung sorgen? Tschüss. Okay. Versuch wert. Ja, einfach durch, meine Güte. Den habe ich noch nicht mal gesehen. Hier gibt es keine Steinchen, ich kann einfach durch diesen Speedrun mäßig. Meine Güte. Das ist der Pausenraum da vorne. Wenn wir da hingehen, kriegen wir richtig Ärger. Da ist er. Der Wäscheraum. Wir müssen schnell da rein, bevor uns Truppler hier entdecken. Schnell. Wo sind die Pink? Feindliches Gebiet. Stimmt, die haben sich ja verkleidet. Ganz vergessen. Ich habe noch nie diese schwarzen Dinger irgendwie kapiert. Die beiden Oberteilen von Lego-Figuren da irgendwie ist. Da wo der Hals war, ne, da war ja so schwarz. Ich habe noch nie kapiert, warum das irgendwie der Fall war. Warum konnte das nicht irgendwie die genau gleiche Farbe sein? Ich habe gehört, da sind gerade ein paar. Ich habe gehört, da sind gerade ein paar Dinger frei geworden, einige Stellen. Ist da echt DJ? Mich kann ich daran erinnern. Darf ich euch die Tür öffnen? Ich kann nicht glauben, dass diese Verkleidungen funktionieren. Verzeihung, bitte. Nichts. Zurück an die Arbeit. Ja, Mann. So. Ich weiß es nicht. Wir sind drin. Ja, hey. Wir sind drin, Kollege. Wir sind drin. Los. Okay. Level starten, Chromeimer im Eimer. Ich nehme an, wir rocken dann jetzt die komplette Episode durch, ne? Wenn wir schon mal hier sind. Sofort die Waffen fallen lassen. Ich habe einen Deal gemacht. Widerstandstransporter sind vom Kreuzer aus gestartet. Feuer nach eigenem Ermessen. Was ist das Gold jetzt? Oh Mann. Wir besitzen keine Waffen, keine Schilde. Wir haben keine Chance. Ho. Sie müssen Ihren Transporter erwischen. Jemand muss hier bleiben, um den Kreuzer zu fliegen. Möge die Macht mit euch sein. Immer. Mhm. Seid ihr immer noch dran? Das war ehrlich gesagt ein sehr cooler Moment im Kino. Dieser eine Moment. Wie schön, dass du wieder da bist.
Ach ja, sie gibt es ja auch noch. Captain Phasma, ich habe gerade, glaube schon war die Idee bekommen. Damit kommen wir hier raus. Na los, schnappen wir uns einen Teiljäger und nichts wie weg. Dort oben kommen wir nicht an sie ran. So, erstmal muss ich hier. Ich finde es ja gut, wie ich aus der Deckung rauskomme, weil ich habe mir die Ulf, ne? Dass irgendwie ein Teil abhängig auf Captain Phasmas Kopf fallen. 5, 9 verschiedene Weisen Schaden zu? Okay. Dritte Marty jetzt sehr auf 10 Stub. Ob wir das so hinbekommen, dass der alte Chromeimer auch etwas abbekommt? Boom. Entschuldige, was? Versucht es nicht. Ja, wir warten ein bisschen. Ich zerquetsche euch wie Ameisen. Na, da war ich nicht. Das ist ja noch ein ganzer Level. Anscheinend irgendwie sehe ich ja keine Sachen. Okay, ganz locker bleiben. Okay, ganz locker bleiben hier. Aber ich glaube, ich muss so einen auf sie fallen lassen, ne? Jetzt haben wir 2 TIE Fighter gemacht, ne? Aber den hier. So. Hat geklappt. Ah, jetzt wird's da weitergegangen. Yay! Wer ist der Beste? Stopp diesen Kampfläufer! Sofort! Ja, den steuern. Dein Aufstand endet hier. 2187. Das glaube ich nicht. Oder ist das überhaupt mein Name? Ich dachte, ich bin FN. Irgendwas überspringen. Niemand sieht sich zurück, während ich das Kommando habe. Du Narr! Ja, das war das 4. Mal jetzt, ne? Weiß nicht, ob man als verschiedene Weisen hier zählt, ob die jetzt ganz genau sein müssen. Ich habe halt 2-mal einen TIE Fighter hier auf die fallen lassen, deswegen weiß ich nicht, ob das als gleich irgendwie zählt oder so. Okay, er hat's gemacht. Ich muss dann wahrscheinlich genau 9 verschiedene Sachen nutzen, ne? Oh, ernsthaft? Eine Granate, ja. Das ist schon wieder so eine Sache, die ich irgendwie selbst herausfinden muss, nehme ich an, ne? Na, oh, warte. Ich kann ich doch schon kaputt hauen, ne? Okay. Ich wollte noch gar nicht weiter. Boah. Da fliegt sie. Nein, ich will das Ding noch kaputt machen. Jetzt sind wir wieder woanders, ne? Nein, ich habe da noch nicht alles erkundet. Boah. Okay, was denn? Ja, das. Raketenwerfer oder irgendwie sowas? Flammenwerfer. Wenn ich hatte Flammenwerfer irgendwie was bringt.
Okay. Also muss ich 9 verschiedene Sachen dann halt hier ausprobieren, nehme ich an, ne? Ja, ich hatte schon vermasselt. Ich habe 2-mal einen TIE Fighter auf sie fallen lassen. Also einfach hier, hab einfach Spaß, mach einfach was du willst, ne? Da sind AT-STs. Nein, daneben. Ich verpasse eine Menge Sachen, aber was soll's. Wow. So, schon vorbei. Du warst schon immer Abschau. Rebellenabschau. Da hinten ist ein Transporter. Wir müssen los. Okay. Ich muss schon sagen, ich muss auch hier mit dem AT-ST irgendwas machen noch, ne? 1, 2, 3. Ja, das ist eigentlich nicht so schwierig, ne? Ich so Gefühl. Aber wenn wir noch mal kommen. So, alles klar. So, mit den Schaden machen habe ich leider nicht. Ja, aber das ist nicht so schwierig, habe ich so Gefühl. Was? Also, weil wir kein Oberteil haben. Alles klar. Wow. War da gerade? Ja. Jetzt nicht mehr. Oh, okay. Ich habe anscheinend ein Ding ja gerade bekommen. Ich habe ja voll viele von diesen Dingern verpasst. Ich mal von einer Phase in die andere reingeschubst wurde, mehr oder weniger. Okay. So, ich. Was? Das ist ein bisschen cursed. Das Mädchen. Sie ist in Snokes Rettungsschiff entkommen. Bringen wir es zu Ende. Und da habe ich im Film gedacht, General Hux hat irgendwie ein Lichtschwert gezogen oder war kurz davor, ein Lichtschwert zu ziehen, als er gesehen hat, wie Kylo Ren am Boden lag. Das ist so cursed. Signal in den Outer Rim zu senden. Stimmt, die erste Ordnung hat ja irgendwie den Widerstand irgendwie voll kaputt gehauen im Weltraum, ne? Beispiel freigeschaltet. Boom. Also was, wir spielen jetzt hier durch die Story. Ja, bestimmt auch noch schaffen, ne? Haben wir wenigstens die Episode auch noch abgeschlossen. Oh, das wollte ich jetzt nicht. So, ich habe Captain Phasma einige erste Ordnung Kollegen freigeschaltet. Dann nicht wegdrücken. Nein. Dann hat mir wieder angezeigt, ist klar. Aber dass ich irgendwie gesucht habe. Nein. Hier. Ein ganz normalen Sturmtruppler. Ist halt echt so viel verlangt. Ich weiß nicht, warum das immer so lange dauert. Dass man so einen bekommt. Und warum kriegt man den nie in der Story? Na, Captain Phasma, ja.
Hier können wir ruhig mal direkt reinpacken, finde ich. Ja. Und Luke tun wir mal mit. Ach nee, ich habe ja noch nicht Luke als Jedi. Seid schon die nächste Level. Ja komm, machen wir mal. Wie können wir helfen? Tun wir uns ja irgendwann andermal umschauen. Wie viel haben wir überhaupt hier? 20. Da war eine coole Level in Battlefront. Ich werde inzwischen einen Verteidigungsplan schmieden. Wir müssen das Notsignal schnell aussetzen, aber die Schüssel hat keinen Strom und ist falsch ausgerichtet. Könnt ihr uns helfen? Ich nehme an, ich muss halt so aufhalten, ne? Aha, clever. Ich hätte auch mit BB reingehen können, glaube ich. Meine Schwester hätte das geliebt. Aber jetzt tut sie jetzt nicht mehr, weil sie tot ist, ne? Nehme ich an. Ich weiß halt nicht mehr. Okay, um die ganzen Sachen kümmern wir uns ein andermal. Na, jetzt kann ich natürlich das nicht öffnen. Ich werde es ja noch schnell die Story durchhaben, damit wir Episode 8 abgeschlossen haben. Nebenbei so ein paar Sachen einsammeln. Dann gehen wir erstmal die Story erkunden mal an beim nächsten Mal, ne? Wenn wir wieder im freien Spielmodus sind, ne? Ist das Salz? Ja, wo muss ich denn hin? Ja, ich war doch gerade hier. Was muss ich ja machen? Sender das Lotsignal. Ja. Ich schätze, wir können etwas Strom von dem da abzwacken. Der macht sowieso nicht viel. Weißt du auch, wie das Ding funktioniert, jetzt wo wir es angeschaltet haben? Ich habe das Handbuch auf der Redis gelassen. Mein Gott, Kollege. Ich mache das hier schon eine Weile. Gut gemacht. Weißt du auch, wie das Ding funktioniert? Die Schüssel selbst ist ein bisschen kaputt. Könntest du aufs Dach gehen und sie reparieren? Steigt der gleich aufs Dach? Was könnt ihr Leute eigentlich? Aufs Dach? Aufs Dach von dem Ding? Ja, wie komme ich denn auf dem Dach? Wo ist der Questmarker? Sag mir, wo ich hin muss. Und ich folge. Wow, da ist wieder das Ding kurz abgestürzt, aber bisher kam noch nie ein Problem. Du kommst wohl nicht an die Schüssel ran, BBA. Aber. Oh, ich gehe trotzdem kein Risiko ein, also eine Sekunde. Ich habe wieder ein kleines Standbild. So, alles okay, aber man muss ja mal nachgucken, ne? So, ich habe mich übrigens jetzt hier spontan entschieden. Wir tun jetzt ein bisschen hier Crate erkunden, weil ich habe gesehen, die Aufnahme war 40 Minuten. Und ich glaube nicht, dass ich in 20 Minuten jetzt noch die nächste Level erreiche und dann auch Achso, ich sollte von den Dings machen, genau. Ich glaube jetzt nicht, dass ich in 20 Minuten jetzt hier noch hier hinkomme und dann irgendwie dann noch schaffe, weil ich in weniger als 20 Minuten die nächste Level zu schaffen und so, ne, deswegen warten wir ab und machen wir ein bisschen Erkundung hier, ne? Ich meine, wir können nebenbei hier noch, wo ich glaube, wir können ja sowieso nicht mehr so viel erkunden, weil wir jetzt nicht im freien Spiel sind, ne? Aber tun wir so viel wie möglich, was wir hier machen können, erledigen, nehme ich an, ne? Lesen schon mal die Story. Okay. Finn, komm hierher. Das musst du dir ansehen. Okay. Rede mit Poe. Na, noch mal Zeit, hier die Quest zu machen, ne? Na, jetzt habe ich leider nur Helden. Wie oft hat Admiral Akbar die neuen vor Fallen gewarnt? Dass sie immer noch die blinde Hühner in sie hineintappen, ist eine Schande für sein Vermächtnis.
Ah ja, er ist tot. Oh. Ich bin ein Riesenfan des Admirals, ja. Und ich denke, er würde es sehr zu schätzen wissen, wenn wir diese Frischlinge aus den Fallen befreien würden. Ihr befreit unsere Leute? Akbar wäre stolz auf euch. Ich habe euch ihre Notsignale übermittelt. Sieht aus, als wären diese Anfänger in jede nur erdenkliche Falle getappt. Ihr werdet ein wenig rumreisen müssen. Ja. Oh. Ich dachte, weil da ist hier. Ich dachte, wir wären in so Bärenfallen oder so drin oder so. Na gut. Gut, versuchen wir ja noch so viel wie möglich hier zu entdecken, ne? Auch wenn wir nicht im feinen Spiel gerade sind. Kann ich überhaupt den Planeten jetzt hier verlassen? Kein Ding. Brettert mit einem Schiff der ersten Ordnung in eine Basis mit den letzten Überresten des Widerstands. Guck mal, was wir noch erreichen können, ne? So in 20 Minuten. So, hier haben wir zwei Schalter. Boom. So, boah. Na, bleib da. Oh, so, okay, einfach nur auf die Schalter drücken. Kalberbiene. Oh, Mine, so wie ein, okay. Schon gedacht, so Mine wie ein explodieren. Oh Gott. Entfernen wir noch mehr von diesen Kreisen. Da, bist du. Teile dieser Basis sind voller Minen und wurden von uns abgeriegelt. Das heißt auch nicht, dass nichts Interessantes dort wäre, sondern bloß, dass wir nicht die Luft fliegen wollen. Okay, ein Schiff irgendwo anscheinend hier. Hast du die Vultisses gesehen? Oh, die wären zum Knuddeln, wenn ihre Kristalle nicht so scharf wären. Wie kann etwas so süß und gleichzeitig so stachelig sein? Wie meine Frau, die ist eine Zabrak. Okay. Was ist überhaupt der Unterschied zwischen Zabrak und Iridonia? Weil ich habe irgendwie letztens irgendwie mal so von jemandem gesehen, der irgendwie Knights of the Old Republic gespielt hat, und da hat man ja auch im zweiten Teil ein, und ich dachte immer, der wäre ein Zabrak, ne? Aber der wird die ganze Zeit als Iridonian irgendwie hier bezeichnet von irgendwie NPCs im Spiel, ne? Also, aber der ist ganz eindeutig hier so die gleiche Rasse, so wie Darth Maul halt, ne? Aber der wird irgendwie Iridorianer irgendwie genannt. Also, ist halt irgendwie eine sehr ähnliche Rasse oder so. Sag mir mal einen Tipp, was ich hier machen muss. Jemand wird sich das glänzende Ding da oben holen. Aber ich nicht. Das Leben im Widerstand ist schon gefährlich genug. Da riskiere ich in meiner Freizeit sicher nicht auch noch sowas. Also hat mir nicht geholfen. Das ist eine Leiter. Muss ich irgendwie die Leiter da runterholen? Ich weiß es nicht. Okay, ich sehe gerade, dass irgendwo ein Eingang für irgendwas. Sag mal. Aber wenn hier. Da muss ich wieder vier Dinger hier. Was soll ich damit aktivieren? Oh Mann, schon wieder. Ich sehe ja gar keinen. Okay, hat der die Dinge da aktiviert? Ich will. Oh, das die macht sich gerade. Ich habe gar nicht gesehen, dass ich hier als Ding spiele. So, da oben ist das. Da oben geht irgendwas hoch. Eins, zwei, drei. Da ist auch noch ein Schalter. Ganz ruhig. Aber da komme ich nicht hoch. Da finden wir mal da runter. Geh da runter. Das war eins. So, warte, da unten war der.
Okay. So, 1, 2, 3, 4. Okay, 1, 2, 3, 4. Nicht mal anvisiert, trotzdem getroffen. Meiner. Oh Mann, die vom Widerstand werden Augen machen. Aber wir sind hier gerade im Widerstand. Im Ewokdorf, im Weltraum, über Quaid und im Neben Außenposten. Alles klar. Dann sind die Quests anscheinend. Okay, was noch? Jetzt habe ich noch nichts entdeckt, wofür ich irgendwie einen anderen Charakter brauche, glaube ich. Irgendwie finde ich hier die Dinge allgemein nicht. Ich muss das. Da komme ich nicht hin. Ja, warum ist denn nicht so akrobatisch, Mann? Ich finde irgendwie gar nichts hier zum Interagieren. Warum sind die Dinger so schwer zu finden, ey? Je weiter wir in den Episoden gehen, desto verzwickter werden die Orte, habe ich so das Gefühl. Oh, Knopf. 1, 2. Ja, was ist das für eine Kameraführung, Leute? Eins, zwei. Ja, was ist da für eine Kameraführung? Oh mein Gott. Ja, so ist halt natürlich einfacher. Wenn er aber mitten im Sprung die Kamera wechselt, ist er ein bisschen nervig. Schatz im Schacht. Wow. Yeah. So, wie mache ich das hier? Was hier? Die Macht. Wofür brauche ich die Macht? Ach, muss ich hier einfach nur ein Links nach hinten bauen, damit ich da dran komme. Doch, Mann. Was ist diese Bewegung, die sie mal macht mit ihren Armen und Beinen? So. Huh. Jetzt, wenn ich das mache, macht sie natürlich was anderes. Ihr seht nichts. Das sind nicht die Druiden, die ihr sucht. So, jetzt auch noch was. Na, Vorsicht. So, schon wieder so ein Ding. Ist das nicht der exakt gleiche Raum wie vorhin? Oh, hier brauche ich die Macht, verdammt. Kann ich irgendwas anderes hier machen? Oh. Ich wollte nur diese beiden Charaktere. Ich werde hier nicht viel machen, ne? Freispiel ist gerade auch nicht aktiviert, ne? So, boah, dieser Ort ist so verzwickt, ne? Was ist hier denn da für ein Ding? Das ist ja Elektroschocker. Hm. Na, okay. Ich wollte nicht da rein, aber okay. Da will ich hin vielleicht. So, Belohnung, bitte. Nein, ich war schon... Boah. War ich doch gerade. Kann ich da irgendwo hochziehen? Nö. Cool. Jetzt, ich laufe hier die ganze Zeit durch die Gegend. Ich finde keinen Stein. Aber sehe ich doch überall diese Dinger hier. Wir sind ja so verzwickt, Mann. So kompliziert sieht er doch gar nicht aus. Meine Güte, ey. Das sind 4 Dinger.
Na gut, da lang. Da wäre ich schon wieder hier. Boah. Alter. Kann ich hier irgendwo was machen? Ich komme so vor, ich habe irgendwie gar keine Option für irgendwas. Na, lass ich mal da auch gehen, da war aber noch nicht, glaube ich. Da kann ich nicht öffnen. So, hier ist neu. Da ist eine Datenkarte. Komm ich, glaube ich, sogar hin. Ja, ja, okay. Du musst auch schon das Ding benutzen, Freundin hier. Ich habe Kreis gedrückt, aber hat so keinen Bock gehabt. So, nochmal. So, diesmal habe ich meiner Meinung nach zu spät gedrückt, aber hat geklappt. So. Cool. Fürs nächste Fallspiel. Was? Ich glaube, da oben war der Wookie. Oder habe ich mir nur eingebildet? Da oben. Oder da? Na, diese Animation. Das sind nicht die Druiden, die ihr sucht. Da war ja nicht Po irgendwo. Mein Gott, warum bräuchten so viele Jedi-Sachen hier? So, da geht die Geschichte weiter. Was hier? Aber ja. Okay. Habe ich gewonnen? Ja, jetzt muss man die Dinge da ändern, ne? Kann ich nicht. Nur, brauche ich die Macht wahrscheinlich, ne? Weiß es nicht. So, ich glaube, auf dem Planeten kann man nicht viel erreichen. So, ich wusste, ich habe den gesehen. Hallo, nochmals mit Reisender. Newsflash, das weiße Zeug hier auf dem Boden ist gar kein Schnee, sondern Salz. Also doch kein Schneeballschlachten. Ich glaube, die Leute wurden lieber keinen Salzklumpen in den Kopf geworfen bekommen. Ja, ich muss ja freies Spiel freischalten, sonst komme ich hier nicht voran, habe ich so ein Gefühl. Na gut. Vielleicht will ich ja freies Spiel freischalten. Nee, tue ich nicht. Ich tue direkt die Level starten, alles klar. Aber dafür haben wir keine Zeit mehr. Machen wir beim nächsten Mal. Okay, dann gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Vielleicht finden wir noch was. Ich sehe überall diese Kreise, ne? Aber ich komme nirgendwo hin zu einem, habe ich so ein Gefühl. Hier ist auch irgendwo noch was, sehe ich gerade. So, kann ich hier was machen? Schon wieder so ein Raum hier. Und sag mir nicht, ich brauche schon wieder die Macht. Ja, ich brauche gar nicht erst weitermachen, habe ich so ein Gefühl. Erst aber die Nebenmission hier machen. Ja, da brauche ich wahrscheinlich dann auch wieder spezielle Sachen, ne? Ist ja blöd, dass ich jetzt hier kein freies Spiel ab, ey. Kann ich irgendwie nicht viel machen gerade. Oh Gott. Aber das ist ja halt eine kurze Folge, nehme ich an, ne? Gott. Ich komme hier irgendwie nicht voran, irgendwie was zu machen. Irgendwie ist das hier voll verzwickt. Und ja, weil nicht. Seid zu kompliziert gerade. Also ich sagen, ich mache den Part hier zu Ende. Und in der nächsten Folge machen wir die Story weiter, ne? Tun ein bisschen hier zum Episode 8 abschließen, ne? Und ja. Dann geht dann ins freie Spiel. Ich weiß nicht, warum ich jetzt gerade mit Schwierigkeiten hatte. Aber okay, das ist der Plan, ne? Und dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ihr interessiert, bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Das würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss!